Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort ein Königreich und da passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König und die Königin stehen gerade in Öffentlichkeit, haben viele Gespräche, auch neue Kontakte. Es handelt sich um Familien und Immobilien. Die Menschen brauchen ein Zuhause. Und viele kümmern sich auch um ihren eigenen Heim. Die Königin steht gerade an einer Prüfung. Sie sollte die Vergangenheit abschließen. Das wird sie auch tun. Dann kann sie endlich aufatmen. Aber sie ist noch unsicher wegen einer rechtlichen Lage. Es läuft so ungerecht. Und das nimmt die Königin ganz schön mit. Aber sie möchte Abstand nehmen und sie kümmert lieber um ihre Kreativität und verschönert alles im Königshof. Der hübsche Prinz ist gerade angekommen, die Liebe ist sehr groß und die schöne Prinzessin ist so glücklich. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Sonne und Mond befinden sich in Tierkreiszeichen Zwillinge nach indischen Berechnung. Das ist diese Leichtigkeit, Gespräche, Kontakte, auch neue Kontakte. Mars und Merkur bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Es handelt sich um eigenen Zuhause oder es handelt sich um eine familiären Angelegenheit. Mond und Jupiter bilden sich einen sogenannten Quinkungsaspekt und das bedeutet Unsicherheit, Unklarheiten um eine rechtliche Lage. Mond bildet sich ein Trigon zum Neptun und das bedeutet, die Königin ist kreativ und verschönert etwas im Königshof. Immerhin ist Neptun der Planet der Kunst und Kreativität. Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, bilden sich ein Halbsextil und das bedeutet, der hübsche Prinz und die schöne Prinzessin treffen sie sich. Mond bildet sich ein Opposition zum Pluto. Pluto ist rückläufig und das ist diese Aussage, die Königin hat diese Prüfung, die Vergangenheit abschließen, damit sie endlich aufatmen kann, damit sie zu dieser Leichtigkeit kommt. Mond in Zwillinge im Luftelement und es verkörpert diese Leichtigkeit. Und Pluto ist rückläufig und das gibt ein Signal, verabschieden von etwas. Die Vergangenheit abschließen. Und so kommt auch diese Leichtigkeit eine Art Befreiung. Das, was die Königin auch erlebt. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.